Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Wir machen uns auf den Weg in Richtung Wald, um dementsprechend das Masterschwert an uns zu reißen, um das Böse auf diese Welt zu verbannen. Doch werden wir es schaffen, uns tief in den Wald zu begeben, um das Masterschwert aus dem Sockel herauszuziehen. Oder werden wir mal zuerst hier diese blöden Schlangen hier zu vermerzen? Oh, die werden mich töten. Oh. Okay, das sind wirklich sehr viele Schlangen. Aua. So, herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Link Between Worlds. So, ich habe gedacht, ganz am Anfang wäre es cool mit der Stimme. Mit diesem wunderschönen Sound von Kakariko. Und damit haben wir der zweite Teil gefunden. Yeah, noch zwei weitere. Yeah. Okay. Das war es eigentlich schon, was ich hier machen wollte. Deswegen machen wir uns erst jetzt auf den Weg. In dem Wald, und ich glaube, das geht hier entlang. Glaube ich zumindest. Oh, es gibt Herzen. Okay, kommt nicht mal etwas hier hervor. Cool. So, Master Schwert Piece. I'm coming. Die verdammten Dildos. Kommen alles Dildos aus dem Boden. Muss ich das? Nein, ich hätte jetzt gedacht, ich sollte das hervorheben. So, mal schauen, ob wir in diesem Part durch den Wald kommen. Zumindest eine Sache Wald. Oh, Wald. Keine Karte, nicht gut. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Hier sind wir schon wieder draußen, das ist ja klar, aber... Wieso das denn? Macht dir aber keinen Sinn. Oh. Das macht jetzt aber auch keinen Sinn. Hä? Wieso? Für was denn? Soll das? 1226 Rubine. Mann, ich bin ein reicher Mann. Okay, so. Vielleicht kann ich somit die... Prinzessin bestechen oder Ganondorf. Bitte, ich habe das Lösungsgeld dabei. Gib sie mir zurück, bitte. Sie ist meine ehemalige Frau. Meine zukünftige Frau. Nicht ehemalig. Okay, so, ich habe etwas gesehen. Das will ich haben. Ich will es haben. Der Tod dieses Raben. Ach, scheiß Dildos. Mann, bleibt doch in den Boden. Niemand will euch. Hä? Okay, hier gibt es ein Herz. Hab ich gesehen. Ah, so, da war auch schon eins. Hä? Habe ich mich jetzt verlaufen? Wo bin ich? Da ist doch das... Da war das Herz. Das Herz ist hier unten. Wie komme ich denn zum Herz? Da komme ich ja gar nicht hin. Ach so. Ja, wir sind intelligent. So, noch eins. Noch ein weiteres. Yay. So. Also hier waren wir noch nicht. Bin mir nicht sicher, ob der Dieb auch wieder hier ist. Ich hoffe mal nicht. Wäre blöd. Der Enterhaken. Kann ich den Enterhaken jetzt schon von dem anderen Kauz kaufen? Oder? Nee, den habe ich ja sogar. Hier ist er. Was habe ich jetzt getan? Ich habe doch das angelegt. So. Anlegen! Jetzt kann ich nämlich. Hier rüber. Kehrt, sich mit der Kette zu mir rüberzuziehen, das hat sicher Spaß gemacht. Gib mir was. Ich habe eine Belohnung verdient. Der mit seinem Schwert ein Bild von einem Abenteurer. Mehr hast du nicht zu sagen, gib mir was. Ich hab's verdient. Mann, wieso sind alle Leute immer... Oh, du gehst schon? Dabei könnte ich dir noch so viel erzählen. Echt jetzt? Bist also neugierig, ja schon. Also doch. Oh mein Gott. Du liebst Gerüchte so sehr wie ich. Dann habe ich dir so einiges zu erzählen. Die Hexe. Die Hexe? Ich lasse das lachen. Die Alte war früher mal in den Wahrsager verschossen. Aber es war, wie sagt man, etwas einsinnig. Als der Wahrsager einmal erkältet war, legte sie selbstgemachte Medizin in seinen Briefkasten. Das Ganze natürlich heimlich, um ihm bloß nicht zu begegnen. Ihre liebevolle, zubereitete magische Medizin. Die Alte ist so schüchtern, natürlich wollte sie die ihm nicht direkt überreichen. Kurz darauf ging sie zu ihm, um sich die Zukunft voraussagen zu lassen. Ja, was dann? Und dann? Bei seiner Weissagung sprach der Wahrsager Folgendes. Es gibt jemanden, den du liebst. Aber leider weiß er nichts davon. Und ihr passt auch überhaupt nicht zusammen.
Oh mein Gott, ist ja geil. Da sagt er ihr ins Gesicht, obwohl er selbst auch das Objekt ihrer Begierde war. Sie ist sicher nur deshalb zu ihm gegangen, weil sie glaubte, er würde in der Weisheit ihre Liebe spüren. Aber naja, ob die ganze Geschichte überhaupt wahr ist, weiß ich auch nicht. Erzähl das aber bloß nicht weiter. Okay, das war cool. Bist du also neugierig? Ja, nehmen wir die nächste Geschichte. Ach, das war echt cool, ne? Das war witzig. Ja, der Zelda. Die Prinzessin? Wie interessiert ist sie für sie? Sie mag die Prinzessin unseres Reiches sein, aber sie ist in meinem Alter, wo man... Naja, sagen wir mal, sie hat sicher lauter romantischen Gedanken über den Kopf. Glaube ich auch. Ja. Romantische Gedanken, ja, ja. Und schon steht sie sich aus ihrem Zimmer und huscht das nachts durch die Gänge des Schlosses. Manche fingen schon an, von heimlichen Stell-dich-eins zu tuscheln. Als jemand aus ihrem Gefolge von diesem Gerücht erfuhr, folgte sie der Prinzessin unauffällig. Und dann... Und dann? Anscheinend blieb die Prinzessin vor einem großen Gemälde im Zentrum des Schlosses stehen. Sie betrachtete das Bild eine Weile lang und kehrte dann auf ihr Zimmer zurück. Die Verfolgerin untersuchte das Bild natürlich ganz genau. Was glaubst du, was sie sah? Was? Was? Das Bild war ein paar hundert Jahre alt. Es zeigt einen Helden und eine Prinzessin, die vertraut beieinander standen. Und in den folgenden Nächten folgte die Frau der Prinzessin wieder. Aber immer kam sie nur zu diesem Bild. Nicht so aufregend, wie du erwartet hättest, was? Immer wenn die Prinzessin das Bild ansah, war ihr Gesicht von Sehnsucht erfüllt. Naja, ob die Geschichte wirklich stimmt, weiß ich auch nicht. Ich schätze mal, der alte Mann ist Sahasralalalala. Also doch, ja, du liebst Christus so sehr wie ich. Der alte Mann. Du wirst wissen, was der Street Pass Onkel so für Geheimnisse hat. Street Pass, ja. Da brauche ich dir nicht mal ein Gerücht zu erzählen, denn ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Eigentlich sollte ich den Mund halten, wenn ich mir meine Leben liebe. Andererseits bekomme ich natürlich erst richtig Lust, alles zu erzählen. Ja. Um mein Glück nicht herauszufordern, werde ich jetzt ganz kurz halten. Ja, ich hoffe, der Alte auf dem Platz im Kakriko ist schon 80 Jahre alt, aber er ist kein gewöhnlicher alter Mann. Er ist eine Frau. Vor einer Weile habe ich Nathan in aller Frühe in Kakariko bemerkt. Und rate mal, was er getan hat. Augen glitzern, Kopfstand, Huhn gespielt. Ja genau, er hat so getan, als wäre er ein Huhn. Und ist mit einem anderen Hühnern rumgetrollt. Oh mein Gott. Klar, das macht doch jeder mal. Nein, das war es natürlich nicht. Oh mein Gott. Scheiß Stimme. Handstand auf einen Finger. Liegestützen auf einen Finger. Er scheint ein großes Geheimnis verbergen. Aber mehr will ich nicht sagen. Zu gefährlich. Zu gefährlich. Okay, so, wir haben die Gerüchte durch. Bin mir nicht sicher, ob jetzt irgendwas getriggert wurde beim alten Mann. Wer weiß, keine Ahnung. Werden wir vielleicht früher mal herausfinden. Vielleicht. Okay, so, wir müssen jetzt mal weiter. In den Norden. Oh nein, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. Ach nee. Jetzt kommt das Blöde. Ich hab keine Ahnung. Ach so. Willkommen im verlorenen Wald. Glaubst du, du kannst mir folgen? Sieh genau hin. Oh mein Gott, nein. Er ist hier. Er ist hier. Ich sehe dich. Ich sehe dich immer noch. Scheiße, jetzt habe ich ihn verloren. Nein, Quatsch. Ich sehe ihn immer noch. Oh mein Gott. Okay, rechts um. Beim alten, bei The Legend of Zelda Link to the Past, war es ja, glaube ich, so, dass man irgendwelche Reihenfolge machen sollte. Oh yeah! I got it! Hello boy! Oh, hast geschafft! Dann machen wir es diesmal andersrum. Uns beiden darfst du nicht folgen. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Glaubst du, du findest den richtigen Weg? Ja, ich glaube eh da nicht. Diese zwei. Sind es diese zwei? Ja, jetzt bin ich ein bisschen ruhig, ich muss mich konzentrieren. Ich glaube, ich hab's. Es geht nach unten! Ich bin mal 100% sicher! Bitte! War das richtig? Ich glaub schon. Nanu?
Das hast du aber gut hinbekommen. Vielleicht haben wir es dir zu leicht gemacht. Nein, komm schon. Tu mir das nicht an. Nein. Glaubst du, findest du den richtigen Weg? Ja, jetzt glaube ich nicht mehr. Hey, Konzentration, Dad. Konzentration, okay. Sind es die drei links? Jetzt sind es wieder die drei links. Also, boah. Und jetzt? Ja. Ich glaube, es geht nach unten. Glaube ich zumindest. Habe ich es geschafft? War das richtig? Bin ich ein Held? Habe ich die Augen eines Adlers? Ich habe die Augen eines Adlers. Ich bin stolz auf mich. Ich habe es geschafft. Ich hatte gedacht, das würde dementsprechend ein bisschen Probleme geben. Aber nein. Yeah, wir sind durchgekommen. Wir sind hier. Wir sind beim Master Schwert. Super Sache. So, Moment. Jesus. Yes. Ich sehe es. Ich sehe dich. Wir gehen ganz langsam auf das Master Schwert zu, um das Böse zu... Geh hoch. Ja, das Böse zu verbannen, so. Es wird episch. Ziehen! Oh Gott, wir haben das Masterschwert gefunden. Ohne Probleme, hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin jetzt genau nicht so sicher, wie viel Zeit das wir schon gebraucht haben. Oh, wir haben es. Wir haben es. Wir haben das Master Pussy-Schwert. Yeah, du hast das Masterschwert halt. Bei vollen Herzen sende der Strahlenattacken aus. Because it's Star Wars. Pew, pew. Habe ich volle Leben? Was ist jetzt hier los? Ohohohoho, Terz, Terz. Das Schwert, das du in den Händen hältst, ist das Masterschwert. Durch die Kraft dieses Schwertes kannst du die Barriere um Schloss Hyrule aufheben. Da war eine Barriere? Und schleift die Zeit mehr von, Terz, eile zu Schloss Hyrule. Das klang jetzt wie eine Frau. Aber egal. So, wir müssen nach Hyrule. Oh, die Musik ist klasse. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen ruhig gewesen bin und nicht allzu viel gemacht habe, aber es hat mich so richtig angelacht, diese Musik. So, Moment, ich will zu meinem Haus. Ja, nicht zu deinem Haus. Ja, letzte Zeit kommt noch der Besen. Sie hat es sehr wahrscheinlich aufgegeben, hat ihre Brieftaube mitgegeben. Oder sie hat sich verwandelt in eine Krake, eine Kakerlake. Und man sieht sie so schlecht, weil sie so klein ist. Jetzt kommt überall die Musik. Oh, ist klasse. Oh, wir gehen mal zu Rabio, nicht Mario. Oh, er hat einen Bumerang. Willkommen, kleiner Held. Ich kann meine Stimme immer noch gleich. Großartige Neuigkeiten. In meinem Laden kannst du Ausrüstung ab sofort auf käuflich erwerben. Applaus, Applaus. Oh, cool. Können wir Geld ausgeben. Du brauchst die Sachen also nicht mehr zu leihen, sondern kannst sie auch zu unschlagbaren Preisen kaufen. Darüber hinaus habe ich gerade eine Rabattaktion gestartet. Den ersten Artikel, den du bei mir kaufst, bekommst du zur Hälfte des normalen Preises. Ich hoffe, das überzeugt dich weiterhin, mein Stammkunde zu bleiben. Wie teuer ist denn das? Ah, du interessierst dich für den Boomerang? Ich habe gerade eine Sensationsrabattaktion laufen, exklusiv nur einmal pro Kunde. Ausliehen kostet 50 Rubine, kaufen kostet dagegen nur halb so viel wie sonst. 400! What? Was soll ich machen? Kaufen! Du willst den Boomerang kaufen? Bist du sicher? Gekauft ist gekauft. Zurückgeben ist vergebens. 400! Mann, ist das teuer! Das ist ein Wucher! Ah, Italia, Mafiosi! Vielen Dank, damit hast du den Boomerang käuflich erworben. Eine Rückgabe ist jetzt nicht mehr möglich. Oder nötig. Du kannst dich ganz beruhigt in Kämpfe stürzen. Jee, kleiner Witz alla Rabio! Der Weißling und ich sind auf deiner Seite. Viel Glück, kleiner Held! Ja, viel Glück, ja. Was soll ich denn kaufen? Ich glaube, den hier kaufe ich noch. Ha, du bist ein Interagent. Dieser Gegenstand hast du doch schon ausgeliehen. Wenn er dir so gefällt, dass du ihn mir abkaufen willst, kostet er 800 Rubine. Ja, ich schätze mal, der Interagent könnte vielleicht noch mal gut sein. Du willst den Interagent kaufen?
Bist du dir sicher? Gekauft ist gekauft. Zurückgeben ist vergeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche. Ich meine, es ist verdammt viel Geld. Ich glaube, ich lasse es noch. Weil ich meine, ich kann ja sowieso teleportieren. Von dem her, warte mal, du Geld. Hey, was ist los? Heute habe ich noch eine brandheiße Info für dich. Etwas, das nur Ravio weiß. Und nachher ich auch. Na, das macht dich doch sicher und, glaube ich, neugierig, oder? Nein? Egal, ich erzähle es dir trotzdem. Und zwar geht es um die Schnellauswahl. Mit ihr kannst du ganz bequem deine Items austauschen. Okay? Berühre einfach einen Ausrüstungsgegenstand, um die Schnellauswahl zu starten. So brauchst du nicht mal mehr stehen zu bleiben, um deine Ausrüstung zu ändern. Ich weiß ja, wie beschäftigt man als Held ist. Du wirst lieber weiterhin in aller Ruhe die Ausrüstung ändern. Dann verwende einfach wie bisher das Item-Menü. Das war alles, was ich sagen wollte. Probier die Schnellauswahl einfach mal aus. Wie sieht das überhaupt aus? Schnellauswahl, ja. Ach nö, das ist ja übelst. Wie komme ich denn jetzt runter? Oh my god, it's dangerous to go alone. Wie komme ich jetzt wieder raus? X? Hier raus hier. Ah, gut. Okay, so, wir müssen zum Schloss. Hyrule! What's up, Bums, Saka? So, sehr schön. Doch zuerst werde ich hier speichern. Bevor wir uns aufmachen zum Schloss Hyrule, um Zelda unsere Liebe zu gestehen. Oh, die junge Liebe ist stark. Oh, die Viecher auch. Nein, eigentlich nicht mehr so. Aber wir haben das Maul. Take this! Super Laser! Ah, mal schauen, wie viel mal das ich denn einsetzen kann. Oh, Bums! Da kannst du dich ausweichen, ne? Oh, so. Super Laser. Okay. Was macht Sahasralala hier? So, Leute, ich würde mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Bei The Legend of Zelda Link Between Worlds. Und zwar geht es hier weiter mit Sahasralala. Er will uns irgendwas gestehen, vielleicht, dass er Zelda liebt und ich meine Pfoten davon lassen sollte. So, Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Link Between Worlds. Da werden wir uns dieses Schloss stürmen. Ja, ciao.